Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons und schaut mal, was passiert ist, als ich ins Bett gegangen bin. Da steht die Veronika auf einmal vor meiner Tür anscheinend. Guten Morgen, Shiva, ich bin's, Veronika. Tut mir leid, dass ich dich so früh am Morgen störe. Du erinnerst dich doch bestimmt an unsere Unterhaltung über Streetpass, oder? Wir bieten jetzt einen anderen, ähnlichen Dienst an und ich würde dir gern davon erzählen. Aha. Ich kann nämlich stolz verkünden, dass wir jetzt Farmtouren anbieten. Dieser Dienst erlaubt es dir, sowohl andere Farmer auf deine Farm einzuladen, als auch sie auf ihren Farmen zu besuchen. Oh, das ist cool. Du kannst auf diesen Dienst direkt vom Titelbildschirm aus zugreifen. Wenn du gerade zu tun hast und eine Farmtour machen willst, schreib einfach in dein Tagebuch und kehre dann zum Titelbildschirm zurück. Wenn du irgendwelche Fragen zu Farmtouren hast, nur zu, ich werde sie beantworten, so gut ich kann. Was möchtest du wissen? Muss ich das jetzt alles machen? Nichts weiter, danke. Ich glaube, ich möchte das nicht alles machen, oder? Na gut. Farmtouren startet man vom Titelbildschirm aus. Speichere, bevor du beginnst, kehre zum Titelbildschirm zurück und wähle Mehrspieler. Nachdem du Mehrspieler ausgewählt hast, kannst du den Modus wählen, den du benutzen möchtest. Es gibt zwei Modi, lokaler Modus und Internetverbindung. Wenn du Internetverbindung wählst, kannst du festlegen, ob du dich mit irgendjemandem oder nur mit Freunden verbinden willst. Danach kannst du dich entscheiden, ob du deine Farm für Besucher zugänglich machen oder eine Farm suchen willst, die Besucher empfängt. Deine Farm für Besucher zugänglich zu machen, ermöglicht es dir, andere Spieler zu einem Besuch auf deine Farm einzuladen. Eine Farm zu suchen, die Besucher empfängt, ermöglicht es dir, die Farmen anderer Spieler zu besuchen. Es können bis zu 4 Spieler gleichzeitig verbunden sein, also besuche ruhig so viele wie möglich, alte Freunde oder neue Bekannte. Was möchtest du wissen? Okay, ich möchte dann, glaube ich, doch erstmal nichts wissen. Aber ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich werde dann einfach mal, denke ich, in die Infobox mal meine Nummer reinschreiben. Und zwar hier diese Nummer, mit der ihr mich ja dann sozusagen adden könnt oder wie auch immer. Und ihr müsstet mir dann nur eure Nummer dann noch mit reinschreiben, also in die Kommentare oder sowas. Oder ihr schreibt sie mir per PN oder per E-Mail oder wie auch immer ihr das machen wollt. Ihr könnt es auch einfach in die Kommentare schreiben. Und ja, vielleicht können wir uns ja so gegenseitig dann als Freunde adden und dann könnte man das ja vielleicht machen, wenn ihr das Spiel habt. Das wäre doch ganz lustig. Zu guter Letzt möchte ich dich noch einmal höflich darauf hinweisen, dass bei Mehrspielerparteien dein Name, der Name deiner Farm sowie die Namen deiner Tiere, Ställe, Hühnerställe und Haustierhütten für andere Spieler sichtbar sein werden. Während des Chats werden andere Spieler natürlich sehen, was du schreibst, also wähle deine Worte mit Bedacht. Wenn du den Farmtour-Dienst nutzt, werden auch andere Spieler in deine Stadt kommen, wie bei Streetpass. Okay. Falls es noch irgendwelche Unklarheiten gibt, sieh einfach in dem Buch nach, das ich deinem Bücherregal hinzugefügt habe. Alles klar, wir können jetzt also Farmtouren machen. Wie schon gesagt, wenn du den Farmtour-Dienst nutzen möchtest, speichere und kehre zum Titelbildschirm zurück. So, okay. Und sie entschuldigt sich natürlich wieder und geht von dannen. Ja, meine Güte. Da haben wir ja wieder was gelernt. Aber ich fände das ganz lustig, wenn wir das vielleicht machen. Vielleicht habt ihr da ja Bock zu. Könnt ihr mir ja dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe übrigens auch schon hier Dingens, meine ganzen Sachen wieder in die Kiste gelegt. Und ich konnte nochmal auf dem Stein rumklopfen, warum auch immer, nachdem ich das Spiel wieder neu geladen habe. Tja, warum auch immer hatte ich plötzlich 2 Herzchen wieder voll. Und dann konnte ich nochmal ein bisschen auf dem Stein rumhacken. Naja, wie dem auch sei. Ich habe mir mal etwas aus dem Internet, und zwar aus dem englischen Story of Season Wiki, herausgeschrieben, weil das möchte ich nämlich ganz gerne hier im Let's Play mitnehmen, da ich das nämlich auch in meinem normalen Spiel gar nicht mitgenommen habe. Deswegen würde ich das schon ganz gerne jetzt hier im Let's Play mitnehmen. Ha!
Ich hab ihn besiegt, den Stein. Ja, und dementsprechend habe ich mir da jetzt ein Event rausgeschrieben, weil diese Events finden halt zu bestimmten Zeiten statt und so weiter und so fort. Und damit wir diese Events dann halt auch mitkriegen, zumindest dieses Event oder diese Events oder wie auch immer, habe ich mir das jetzt rausgeschrieben. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich da jetzt nachgeguckt habe. Aber ich fürchte, sonst würden wir das wahrscheinlich eher verpassen. Und das wäre doch irgendwie schade, oder? Also ich fände das schade. Ich persönlich fände das schade. So, wie schaut es denn aus hier bei den beiden? Ganz gut. Unser Pferd liebt uns. Das ist das beste Pferd auf der Welt. So, heute können wir eh nicht so viel machen. Unsere Bäumchen wachsen auch ganz schön. Das ist doch prima. Viel können wir eh nicht machen. Eda, sagen wir auch mal eben Hallo. Hallo Eda. Ja, sie freut sich über ihre Pflanzen. Ach, das ist schön. Und ich habe übrigens auch nachgeguckt wegen dem Event, was wir da bei Fritz hatten. Und das war tatsächlich das allererste Event, was wir mit ihm erleben können, von den Romanzen-Events. Das bedeutet, wir sind auf jeden Fall auf einem richtigen Weg, sage ich jetzt mal. Jetzt müssten wir nur noch die ganzen anderen Events hinkriegen. Nur da weiß ich einfach auch nicht, zu welcher Uhrzeit man am besten dann dahin muss. Und so weiter und so fort, damit das auch ausgelöst wird, das Event. Und an welchem Tag zum Beispiel, ist auch wichtig. Ob es regnet oder die Sonne scheint, ist auch wichtig. Und das sind halt alles solche Kleinigkeiten. Manchmal darf man auch nicht mittwochs oder donnerstags oder freitags da sein. Und ja, ich denke, wir kriegen das schon noch alles hin. Zur Not schreibe ich mir das einfach mal eben raus, wann, zu welcher Uhrzeit welches Event passiert. Und dann können wir sicher sein, dass wir die auch alle mitbekommen. So, ich denke hier oben, das war's. Hippie! Dann können wir weiter runter marschieren. Und können nochmal bei dem anderen Feld gucken, wo ich ja auch immer wieder was aufhebe. Seit neuestem. So, kleiner Kohlweißling. Dich nehme ich auch mit. Und dich nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Und das nehme ich natürlich auch mit. Sehr schön. Ach, das ist doch toll. Wir werden sowas von reich. Ich meine, wir haben 41.000. Das wäre doch gelacht, wenn wir dafür im Sommer dann keine Samen bekommen würden. Also, ich denke, wir werden sehr viele Samen dafür kaufen können. Ja, das Kopftuch gefällt ihm immer noch. Es ist natürlich schön, dass ihm das gefällt. Ne? Ich finde das auch ganz toll, dass ihm das gefällt. Aber es wäre auch mal nett, wenn er was anderes sagen würde, außer hey, das Kopftuch gefällt mir voll. Ist ja voll toll. Oh, ich freue mich schon so, wenn wir das Nähatelier und sowas haben und wenn wir uns dann Klamotten schneiden können. Das ist cool. Weil unser Charakter dann auch wirklich die anderen Klamotten trägt. Ne? Also sie hat dann halt nicht mehr das Kleid an oder das Kopftuch, sondern trägt halt dann auch wirklich was anderes. Und das finde ich halt total cool. Das macht Spaß. Naja. So, jetzt laufe ich erstmal wieder hier runter. Dann müssen wir auch noch alle begrüßen und Geschenke verteilen. Und ich habe übrigens auch gelesen auf dem Wiki-Ding, dass man wohl mit den anderen, die jetzt keine Singles sind, dass man da wohl auch Freundschaftspunkte sammeln kann. Und je nachdem, wie viele Punkte die dann haben, gibt es da wohl auch ein paar Events. Und eieieiei, das heißt, eigentlich müsste ich jeden Tag jedem ein Geschenk geben. Ich glaube, so viele Falter finde ich täglich gar nicht, um das dann wieder auszugleichen, wenn ich jedem einen Falter schenken würde. Oh je. Aber ich glaube auch nicht, dass jeder so einen Falter mag, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee. Naja. Was will man machen? Ich bin übrigens, wir haben ja in dem Haus angefangen am nächsten Morgen. Ich bin ja dann nach dem letzten Part, bin ich wieder nach Hause gerannt, um einfach schon mal im Haus zu sein für den nächsten Morgen halt. Und da bin ich vorher in der Stadt mal wieder auf der Hecke rumgesprungen, hinter dem, ich sag jetzt mal, Lebensmittelladen.
Und da ist tatsächlich etwas rausgefallen diesmal, und zwar ein Eisen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass da sogar ein Eisen rauskam. Das fand ich sehr cool. Und deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht nochmal ein Eisen finden, aber im Moment finden wir echt nur Müll. Naja, was will man machen? So, wie spät haben wir denn? Wir haben 11 Uhr, alles klar. Dann ist ja noch alles im Lot. Dann ist ja wirklich noch alles im Lot hier. 11 Uhr haben wir erst. Dann können wir ja hier noch überall was einsammeln. Hier können wir noch drauf rumhüpfen, aber das passiert nichts. Also ich glaube, wenn was passiert, dann kommt das eigentlich auch immer sehr schnell. Dementsprechend brauche ich da gar nicht so lange drauf rumhüpfen. Und nochmal schwimmen gehen. Aber heute haben wir auch irgendwie kein Glück, ne? Letztes Mal haben wir noch ganz viele Steine... Was ist das? Altmetall, okay. Letztes Mal haben wir noch ganz viele tolle Steine rausgeholt aus dem Wasser und jetzt irgendwie nichts außer Fische. Also nicht ganz so viel Glück diesmal. Schade. Aber naja, man kann ja nicht... Oh! Man kann ja nicht immer Glück haben, wollte ich gerade sagen. Und findet ein Eisen. Sehr schön. Sagte sie und findet ein Eisen. Sehr toll. Ach, ich freue mich immer, wenn wir Eisen finden. Weil Eisen ist immer echt das Wichtigste. Das ist mitunter das Wichtigste, was man immer braucht für Verbesserungen. Und als nächstes kommt dann halt Holz. Aber ich glaube, das kommt wirklich erst im Sommer. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass es erst im Sommer kommt. Aber ich glaube, die Haustierhütte, die schaffen wir nicht. Also bei dem Event können wir dann wahrscheinlich nicht mitmachen. Wir werden kein Haustier fertig bekommen bis dahin. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Aber man kann es versuchen. So, hallo Fritzi. Ach, der ist wieder am Essen, oder? Ah, 12.30 Uhr. Jupp, ist Essenszeit. Alles klar. Dann gehe ich erstmal wieder. Ich komme später wieder. Ich komme später wieder. Kein Problem. Gehen wir erstmal hier runter und schenken unsere Flatterviecher den anderen Leutchen hier. Oh, Moment, ich muss so über die Hecke springen hier hinten. Aber diesmal ist hier nichts. So, dann hüpfen wir auch hier nochmal drauf. Aber da ist auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu Rhaegar. Schenken ihm dieses Flatterfee. Whatever. Ich schenke es ihm einfach. Mittlerweile habe ich 35 Stück davon. Bitteschön. So, magst du uns schon? Ach, ich glaube, er mag uns immer noch nicht wirklich, ne? Das ist so schade. Ich gebe mir so Mühe. Ich bemühe mich so sehr. Da hinten kommt schon Klaus. Komm, Klaus, ich habe einen Schmetterling für dich. Oh, er stand doch direkt vor dir. Ja, du darfst es behalten. So, bitteschön, Klaus. Oh, was? Berühmt oder nicht, ich mag diese Stadt. Aber weil ich sie mag, würde ich ihre guten Seiten gerne mit dem Rest der Welt teilen. Seit du hergezogen bist, hast du viel zu dem positiven Wandel hier beigetragen, Shiva. Wir könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Er hat mich gelobt. Er hat mich gelobt. Ach, das ist doch schön, dass er mich gelobt hat. So, wo ist denn... Mistel ist nicht da. Oh nein, Mistel ist nicht da. Dann ist er heute anscheinend weg. Ach, egal. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Mit Pferd. Und dann gucken wir mal, ob wir das Event vielleicht gestartet bekommen. Wenn nicht, brauchen wir wahrscheinlich mehr... Herzpunkte, nee, mehr Freundschaftspunkte. Mehr Irgendwas-Punkte auf jeden Fall brauchen wir dann mehr. Also wenn wir es nicht geschafft kriegen, das zu aktivieren. Miau, miau, Jim, Jim, miau. Vorsicht, Hase, oh mein Gott. Das Pferd ist außer Rand und Band.
Vorsicht! So, der ein oder andere kann jetzt schon erahnen, worum es hier eigentlich geht. Mal gucken. Nein, es passiert nichts. Okay, wahrscheinlich... Hier, ich schenke dir was. Oh, gibst du mir das etwas? Gefällt mir, danke. Möchtest du noch eins? Oh, danke, dass du mir das anbietest, aber zwei an einem Tag? Ich glaube, das muss nicht sein. No. Ja, anscheinend brauchen wir mehr Punkte bei ihr. Oder was haben wir denn heute? Donnerstag. Donnerstag geht's auch, aber wir haben anscheinend noch zu wenig Freundschaftspunkte. Das heißt, wir müssen Eda jeden Tag was schenken, bis sie glücklich ist. So unglaublich glücklich ist, dass sie nicht mehr weiß, wie ihr geschieht. Wieso habe ich eigentlich so wenig Herzen? Was habe ich denn gemacht, Mensch? Ich weiß das gar nicht. Was habe ich getrieben? So, hier meine beiden. Da könnt ihr euch ausruhen. Und ich werde... Ach, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr, die Steine kaputt zu machen. Kann ich nicht einfach eine Stange Dynamit kaufen und dann den Stein platt wälzen? Das wäre doch irgendwie lustiger, oder? Na gut. So, dann gehen wir mal gucken, ob wir vielleicht Mistel noch finden. Das wäre ja ganz praktisch. Und Giorgio sollten wir dann auch mal was schenken. Und hier, weißt du was? Komm, ihr schenken wir auch mal was. Was ist das für mich? Ui, tausend Dank. Bitteschön. Komm, wir haben heute... wir sind heute spendabel. Wir schenken einfach jedem so einen Falter. Bis auf den einen Knirpster. Der nervt mich. Der sagt immer nur dasselbe und das jeden Tag. Das kann man doch nicht machen. So, Giorgio, ich komme zu dir und dann werde ich dir was schenken. Und dann werde ich Mistel was schenken. Ist Giorgio überhaupt zu Hause? Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Giorgio! Der findet das bestimmt mega eklig, oder? Oder so ein Falter? Findet er bestimmt nicht gut. Ach, komm schon. Oh, das ist für mich? Ich sehe, du bist auf das Beste mit meinem Geschmack vertraut. Vielen Dank. Oh, vielleicht gefällt ihm das ja sogar. Das ist ja Wahnsinn. Allen gefallen diese Falter hier. Oh, Fritz, dir muss ich auch noch was schenken. Moment. Direkt mal wieder auspacken. Hier, bitteschön. Ja, sowas Tolles schenke ich dir, weil alle mögen das. Du denkst, meine Farm ist klein, oder? Stimmt schon, aber sie wächst immer weiter. Man muss sein Land nur richtig nutzen. Ja, da hast du wohl recht. Da hat er wohl recht. Sehr wahrscheinlich. So, dann gucken wir jetzt mal noch, wo Mistel ist. Mistel, wo bist du? Und Gunther könnten wir auch mal was schenken. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee, Gunther was zu schenken. Gunther freut sich bestimmt. Aber ich glaube, ich gucke jetzt erstmal hier am Marktplatz. Hier ist niemand. Okay, dann gehen wir wieder. So, Moment. Nee, das wollte ich nicht. Ja, Mistel ist nicht da. Na, dann ist Mistel auf jeden Fall... der kommt dann nachher hier. Dann müssen wir ein bisschen warten. Vielleicht kommt er so um 17 Uhr oder so. Wer bist du? Diese Stadt ist verlassen. Oh mein Gott. Sie ist verlassen. Verdammt. Wieso darf ich da eigentlich nicht raus? Ich will da auch raus. Wir warten jetzt einfach mal, bis Mistel kommt. Der kommt bestimmt gleich. Immer mit der Ruhe. Hey, Fritz! Sein Land verkauft nur ein paar Dinge, die mich wirklich interessieren. Okay. Ach, guck mal, hier ist auch... Sie hier. Oh, wie hast du nur gewusst, dass ich das mag? Danke.
Ach, jeder mag Schmetterlinge in der Stadt. Da habe ich mir gedacht, du magst bestimmt auch einen. So, Mistel, wann kommst du nach Hause? Bestimmt um 18 Uhr. Nein, er ist auch wirklich nicht da. Gut. Mistel, jetzt komm doch endlich nach Hause. Vielleicht kommt er ja auch um halb. Na, Mistel? Mistel? Ich wollte doch nur Mistel noch was schenken. Fritz, sag doch mal was. Was? Was? Nein, wiederhol das nochmal. Es gibt in dieser Stadt gar keine Seitengassen, hm? In der Stadt, in der ich vorher gewohnt habe, gab es viele kleine Gassen und so. Wollte immer Abkürzungen nehmen und habe mich verlaufen. Toll. Und ich dachte schon, er erzählt mir irgendwas Geheimes oder so. Mensch, wo bleibt denn Mistel jetzt? Sonst lege ich ihm gleich seinen Schmetterling einfach hier hin, dann kann er sich den selbst mitnehmen. Na, dann nicht, dann gehe ich jetzt nach Hause. Na, Moment, okay, die 5 Sekunden können wir noch warten. 8, 9, 10, Mistel! Ja, da ist er. Oh Mann, ey. Bitteschön. Ja, da hast du dich gefreut, ne? Extra auf dich gewartet. Ich bin zwar nicht in dieser Stadt geboren und aufgewachsen, aber es gefällt mir hier sehr gut. Wie ist das mit dir? Ja, ist alles prima und jetzt gehe ich nach Hause. Denn es ist schon wieder spät, wir können schon wieder ins Bett gehen. Ach, ist das schön. Und wir wissen, was wir zu tun haben, nämlich Geschenke verschenken anscheinend. Und zwar ganz viele. So, aber ich denke, nach Hause reiten kann ich ja im Grunde auch alleine. Von daher werde ich sagen, oder würde ich sagen, ich mache an der Stelle jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns dann an einem neuen Tag wieder. Bis dahin, tschüssi!